Im letzten Beispiel haben wir einen Pyramidenstumpf mit Stufe abgewickelt. Das war ganz einfach, weil alle Flächen außen gelegen haben. Jetzt habe ich mal was vorbereitet. Das ist wieder dieser Pyramidenstumpf. Und dann hier ein Quader, der dort drinnen steckt. Und jetzt kann ich einfach den Differenzkörper bilden. Das ist auch schon da. Das sieht dann so aus. Da haben wir also jetzt hier innen drin auch noch einen Bereich, den wir auch irgendwie abwickeln müssen. Also, wie gehen wir vor? Es geht jetzt diesmal nur um den inneren Teil. Der Rest geht genauso wie beim letzten Beispiel. Wir nehmen den gesamten Hüllkörper, gehen in den Arbeitsbereich Draft und erzeugen da erstmal Flächen draus. So, und jetzt kann ich von diesen vielen Flächen, die ich habe, die alle ausblenden, die zu dem Außenbereich gehören. Gut, und dann bleibt dieses Zwischenstück übrig und das müssen wir wieder abwickeln. Und da ist jetzt das Schöne, das liegt jetzt einfach mal gerade so da, dass wir in der Vorderansicht das gut sehen können. Und wir schauen, wie wollen wir es abwickeln. Das ist die dünnste Fläche, das heißt, das soll sozusagen hier die Schnittkante sein. Das heißt, wir müssen hier unten das erste Mal abwickeln. Markieren die Fläche, gehen in die Vorderansicht, sagen drehen, Drehpunkt, Schenkel auswählen und in die Ebene bringen. Okay, schalten wir das Raster wieder ein, dass das gefangen wird. Da haben wir das erste, dann wäre das zweite, wir können das Teil drehen. Hier sind jetzt lauter schöne rechte Winkel. Das heißt, man kann das auch ein bisschen anders machen. Und als drittes wählen wir die beiden Teile aus. So, und drehen um diese Achse. Moment, eins, zwei, drehen den Punkt und legen das runter. Und damit haben wir das Innenteil auch fertig. Okay, so, was können wir noch machen? Wir können jetzt von dem Teil auch wieder das Schrägbild erzeugen. Also suchen wir uns nochmal unseren Körper raus, blenden den ein, rufen das Makro Kabinett aus und schauen, wie sieht das jetzt aus? Die beiden Stücken in der Draufsicht einfach verschieben und fertig.